Hallo zusammen und willkommen beim Chef Oberboss. Ich will euch heute mal meine Imperiumsarmee vorstellen. Hier haben wir mal einen kurzen Schwenk über das ganze Gelände. Und zwar habe ich meine Imperiumsarmee so bemalt, damit ich ja zwei Armeen habe, die jetzt nicht unbedingt ausgewogen sind. Auf der einen Seite haben wir hier das Kontingent von Mittenheim. Das ist im Farbschema weiß-blau. Und hier auf der anderen Seite haben wir das Kontingent von Talapheim und zwar in den Farben Weiß-Rot. Ich finde, die Farben sind einfach schön zu bemalen. Ich habe mir es ein bisschen einfach gemacht und habe dann einfach die Figuren komplett weiß grundiert mit Spray. Da habe ich das GW Spray Weiß genommen. Dadurch habe ich dann ja schon ziemlich viel von der Farbe, wie man es jetzt hier sieht, vom Bemalen gespart, weil hier bei denen ist dann der Rest blau geworden, immer die eine Seite und dann ja noch natürlich die Fleischfarben und so weiter, noch ein bisschen Metallfarben dazu, ein bisschen Gold und dann habe ich das Ganze in dem Fall gedippt. Da werde ich auch mal ein Tutorial zu machen und dann war das eigentlich relativ einfach und sieht trotzdem ganz gut aus. Bei manchen Einheiten sieht man es, wie zum Beispiel jetzt hier, ist es mir ein bisschen zu dreckig geworden. Aber gut, die Jungs, die sind halt schon lange im Kampf. Und genauso habe ich es auch bei den Talapheimern gemacht. Das Rot ist eigentlich eine sehr schöne, gute Farbe zum Malen. Und ja, auch alles ganz einfach gewesen. Okay, der Einfachheit halber werde ich jetzt jedes Regiment nacheinander vorstellen. Und werde nicht komplett alle Kerneinheiten zuerst vorstellen und dann alle Eliteeinheiten und so weiter, sondern wie sie hier einfach auf dem Tisch stehen, weil ich finde, das ist ein bisschen besser, als wenn man dann von hier nach da springt und so weiter. Okay, lasst euch mal überraschen. Ich werde nicht zu viel zu den Regeln sagen. Ja, das kann jeder ja selbst nachlesen. Ein paar Infos werde ich wahrscheinlich geben. Aber hauptsächlich geht es einfach darum, mal zu zeigen, was ich hier so habe. Ja, starten wir direkt mit den Einheiten von Mittenheim. Und zwar mit einer Einheit Musketenschützen. Und zwar sind das 20 Stück, komplett mit einer Kommando-Crew. Man sieht schön den Trommler, der den Takt vorgibt. Man sieht in der Mitte den Champion. Da habe ich ein bisschen den umgebaut. Das ist der Kopf von einem Ritter. Und man sieht den Bannerträger und das Banner, da habe ich einen Freehand drauf gemalt. Ja, ist okay. Ja, ansonsten habe ich versucht, in der vorderen Reihe die Musketenschützen zu nehmen, die halt zielen. Und in den hinteren Reihen sind natürlich auch noch an den Seiten ein paar. Und in der Mitte und hinten sind welche, die halten die Muskete oder laden nach. Die Einheit gehört zu den Staatstruppen des Imperiums, das heißt, die hat verschiedene Sonderregeln und zwar könnte sie noch bis zu zwei Abteilungen nebendran stellen, die, ich glaube, maximal halb so groß sind. Also da könnten wir zwei Zehner-Trupps dazu stellen, die könnten dann Unterstützungsangriffe oder Stand-and-Shoot auf die Feinde von dieser Einheit machen, die da hier angreift. Da können sie zum Beispiel einen Gegencharge oder sowas machen. Das ist eigentlich ganz nett. Im Spiel selbst habe ich das jetzt noch nicht so oft gemacht, weil meistens gar nicht so viel Platz ist. 9 Punkte kosten die, sind also ein bisschen teurer als ein normaler Speerträger und sind halt nicht gut geschützt. Die haben eigentlich ja gar keine Rüstung. Das heißt, wenn auf die geschossen wird oder im Nahkampf, halten die eigentlich nicht viel aus. Aber die haben eine ballistische Fähigkeit von 3. Das heißt, die treffen bei 4 auf 12 Zoll, bei 24 Zoll ist es schon Überweite, treffen sie bei einer 5. Dafür haben sie eine Stärke von 4, die Musketen, und verwunden einen normalen anderen Soldat, also einen Mensch,
bei einer 3, ein Elf auch bei einer 3, ein Chaoskrieger bei einer 4. Und Rüstungsmodifikator ist eigentlich die 1 für die 4 und weil die Schüsse rüstungsbrechend sind, dann einfach nochmal, also minus 2 insgesamt. Also eine coole Einheit. Muss man nicht unbedingt mit einer Kommando-Crew komplett aufstellen. Aber ich habe sie halt und ich finde es eigentlich ganz schön. So, da kommen wir hier jetzt zum Elite. Und zwar sind das Pistoliere oder Schützenreiter. Also der zweite von links, das ist, der hat eine Bündelmuskete. Ich nehme diese Einheit öfters auch als Schützenreiter. Jetzt von den Modellen her sind es eher Pistoliere. Finde ich auch eine sehr schöne Einheit, kostet 18 Punkte. Und der große Vorteil ist, sie sind leichte Kavallerie. Das heißt, die können marschieren und schießen, kriegen fürs Bewegen und Schießen keine Abzüge und haben jetzt als Pistoliere Mehrfachschüsse 2. Als Schützenreiter hätten sie Mehrfachschüsse 3, könnten aber nur bewegen oder schießen. Und leichte Kavallerie kann so viele Neuformierungen machen während einer Bewegung, auch beim Marschieren, wie sie wollen. Das heißt, sie können einfach 16 Zoll irgendwohin sich irgendwie positionieren, solange kein Modell sich weiter als 18 Zoll bewegt hat. Also ziemlich coole Flankeneinheit, die kann ganz schön Ärger machen bei den Gegnern. Und die Pistolen, die können zwar nur auf 12 Zoll schießen, aber haben auch eine Stärke von 4 und rüstungsbrechend, also auch einen Rüstungswurfmodifikator von minus 2. Außerdem sind sie Vorhut, das heißt, die können nach der kompletten Aufstellung können sie sich nochmal eine Bewegung, bevor überhaupt das Spiel anfängt, nochmal 12 Zoll sich irgendwohin bewegen. Dürfen aber nicht näher als 12 Zoll an den Gegner ran. Und können vorgetäuschte Flucht machen. Das heißt, wenn sie angegriffen werden, können sie fliehen. Und wenn sie sich in ihrer Runde wieder sammeln und das schaffen, dann können sie sich auch direkt wieder bewegen, was normalerweise nicht erlaubt ist. Also coole Einheit. So, dann gehen wir mal weiter. Den ganz da hinten kommen wir noch dazu. Jetzt sind wir immer noch im Elite-Sektion. Das ist eine Großkanone für 120 Punkte. Die hat früher 100 Punkte gekostet. Ist ein Hammerteil. Ich glaube, die schießt 48 oder 60 Zoll. Und auf jeden Fall mit einer Stärke 10. Keine Rüstungswürfe erlaubt, also nur Rettungswürfe. Und vor allem multiple Lebenspunktverluste. B6. Ja, und zwar, wenn man zum Beispiel eine Einheit Oger oder sowas reinschießt und man muss ja nicht mehr schätzen, man kann es ja abmessen und man muss nur noch den Artilleriewürfel würfeln auf der Linie. Die ganzen Modelle erleiden W6 Lebenspunktverluste. Da kann man also so eine schöne Oger-Einheit oder auch Trolle schon ein bisschen ausdünnen. Und ansonsten natürlich kein Rüstungswurf. Man kann noch einen Technikus dazu kaufen. Der verbessert natürlich die Einheit noch ein bisschen. Da kann man nämlich den Abweichwürfel oder den Artilleriewürfel nochmal wiederholen. Ist also ein bisschen teurer geworden als im letzten Armeebuch, aber ist auch echt gut. So, dann haben wir hier einen Mörser. Ist auch Elite-Sektion. Kostet 100 Punkte. Hat früher nur 75 kostet, also 25 Punkte mehr. Ist ansonsten eigentlich gleich geblieben. Ist gut, um ja größere Einheiten auszudünnen. Nehme ich gerne mit bei ja, so Massenarmeen. Okay. Dann haben wir hier die erste seltene Einheit jetzt hier bei meinen Mittenheimern. Und zwar ist das eine Höllenfeuerkanone. Die finde ich richtig cool. Kostet jetzt 120 Punkte. Hat vorher 110 gekostet, also auch ein bisschen teuer geworden. Und die kann eine ganze Flanke eigentlich von alleine halten, sag ich mal. Die Reichweite ist zwar nur 24 Zoll, also deutlich weniger als bei dem Mörser, der 12 bis 48 Zoll hat und die Großkanone mit 60 Zoll. Die Stärke ist bei 5. Und hat natürlich auch rüstungsbrechend. Aber man würfelt hier, wie viele Schüsse sich lösen mit einem Artilleriewürfel. Und zwar mit 3 Stück. Das heißt also, Minimum wäre 6. Das Maximum sind
3x10, also 30 Schüsse. Da muss man natürlich dann noch zum Treffen dann auf die basische Fähigkeit der Besatzung würfeln. Aber wenn man natürlich ein Misfire würfelt, dann passiert was. Und zwar, wenn man ein Misfire bei den drei Würfeln würfelt, dann hat sich irgendwas verklemmt und nur die anderen zwei Würfel zählen dann für die Menge der Schüsse. Wenn zwei Artilleriewürfel ein Misfire anzeigen, dann gibt es einen gefährlichen Fehler. Da muss man dann einen W6 Würfel würfeln und auf der Schießpulver Missfeuertabelle aus dem Regelbuch würfeln. Wenn alle drei Würfel ein Misfire zeigen, dann gibt es eine riesige Explosion, die zum einen die Kanone hier zerstört, aber es werden vorher noch alle 30 Schüsse abgefeuert. Ja. Das heißt, der Gegner kriegt ein bisschen Ärger dann noch und gut, die Kanone wird als Verlust hier auch entfernt. Sehr interessante Kanone. Der Gegner hat auf jeden Fall ziemlich viel Angst davor. Und daher würde ich sie immer auf irgendeiner Flanke oder vielleicht sogar im Mittelpunkt der Armee irgendwo einsetzen. Und der Gegner hat ziemlich viel Respekt vor dieser Kanone. Okay, dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir hier... Wir versuchen, ein bisschen näher ranzukommen. Jetzt haben wir hier wieder eine Elite-Einheit. Und zwar, das sind die Bihänder. Und das ist eine super Einheit. Davon habe ich jetzt hier bei Mittenheim 20 Stück. Das sind alte Zinnfiguren und auch noch ein paar neue Plastikfiguren gemischt. Die Einheit hat eine komplette Kommandoeinheit, und zwar mit einem Trompenler, den sieht man da auch, dem Bannerträger, mit diesem coolen imperialen Kreuz drauf. Habe ich selbst gemalt. Und einem Champion, der ist in der Mitte der Einheit. Ja, die Einheit kostet 11 Punkte, hat Plattenrüstung und dadurch einen 4+ Rüstungswurf. Ja, zählt auch zu den Staatstruppen, heißt, sie kann auch noch Abteilungen dazu kaufen. Und vor allem die Sonderregeln, die besondere Sonderregel, die sie hat, ist Stubborn. Heißt auf Deutsch unnachgiebig. Und dadurch zählt die Einheit immer standhaft. Das heißt, sie testet auf den unmodifizierten Moralwert, wenn sie einen Nahkampf verliert. Egal, ob sie mehr Glieder hat als der Gegner oder nicht. Normalerweise bekommt man ja standhaft, wenn man mehr Glieder hat als der Gegner im Nahkampf. Aber die, auch wenn es jetzt nur noch 2 Glieder sind oder sowas und der Gegner hat 10 Glieder, dann sind die trotzdem immer standhaft. Also das ist eine super Regel. Außerdem haben sie natürlich 2 Hände. Das gibt Stärke +2. Und die Jungs haben natürlich eine Grundstärke wie jeder Mensch von 3. +2 sind 5. Und damit kann man natürlich schon gut austeilen. Und Rüstungsmodifikator ist dann -2 durch die Stärke 5. Also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Da nehme ich gerne immer mindestens eine Einheit von mit. Gerne auch mal größer. Da stellt ihr einfach noch ein paar Schwerträger hinten dran oder sowas. Das fällt ja nicht so auf. Ja, daneben diese eine. Das ist irgendein Held, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme den als Held. Da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Außer, dass die Hauptmänner des Imperiums, das ist natürlich hier zu Heroes zählen die, die Hauptmänner des Imperiums haben eine Sonderregel, und zwar haltet die Stellung. Dadurch profitieren die Staatstruppen, wenn sich ein Held der Einheit anschließt, dass bei einem Moralwerttest 3 Würfel geworfen werden und der höchste wird ignoriert. Das ist ziemlich mächtig und darum sollte man eigentlich in größeren Infanterietrupps auch einen Hauptmann oder sogar einen Commander vom Imperium drin haben, der die dann einfach verstärkt. Kommen wir zu den Rittern des Imperiums. Und zwar kann man die entweder als Kernauswahl hier einsetzen oder dann in der Elite-Sektion als Ritter der Reichsgarde. Ich nehme die meistens als normale Ritter. Da kosten sie nämlich schon 22 Punkte. Das ist eigentlich schon relativ viel, finde ich. Wenn man normal einen Speerträger für 6 Punkte
Seed oder ein Beehender für 11 Punkte. Das heißt doppelt so viel wie ein Beehender. Allerdings haben die Jungs natürlich auch in sich. Die haben auch eine Plattenrüstung. Die haben ein Schild. Die haben das Pferd. Und das Pferd ist auch nochmal gerüstet. Das heißt, sie haben eigentlich eine Rüstungswurf von 1 plus. Eine 1 ist trotzdem natürlich beim Rüstungswurf immer misslungen. Aber jetzt 1 plus gegen eine Stärke von 4 würde ja minus 1 geben. Das heißt, sie haben dann einen Rüstungswurf von 2 plus. Normalerweise, wenn sie jetzt nur 2 plus hätten und gegen eine 4er Stärke angegriffen wären, dann wäre es ja nur noch ein Rüstungswurf von 3 plus. Und so bringt der 1 plus Rüstungswurf halt schon was, nämlich die Modifikation fängt halt bei 1 plus an, minus 1, dann 2 und so weiter. Also ist auf jeden Fall super. Mit Schild haben sie natürlich dann auch nur die Option auf eine Lanze. Die ist dann kostenlos. Und die Lanze zählt plus 2 Stärke im Angriff. Das heißt, sie haben Stärke 3, plus 2 sind 5. Allerdings, nachdem sie angegriffen haben, dürfen sie nur noch ihre Handwaffe einsetzen. Da haben sie nur noch eine Stärke 3, da sind sie ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist dann oft ein Nachteil. Deshalb könnte man denen auch einfach zwei Hände geben, entweder Hämmer. Ich glaube, es sind zweihändige Reiterhämmer, heißen die. Dann haben sie ständig Stärke plus 2. Allerdings können sie dann kein Schild mehr nehmen. Das muss man natürlich immer ein bisschen abwägen. Ich nehme gerne die Reiterhämmer-Version, auch wenn ich sie jetzt hier nicht dargestellt habe. Aber ich habe noch ganz viele Ritter, die ich noch anmalen muss. Und hier hatte ich jetzt einfach mal die Lanzenreiter angemalt. Davon habe ich 10 Stück und auch mit kompletter Kommando-Crew. Da ist es jetzt kein Trommler, das wäre auf dem Pferd ein bisschen schwierig, sage ich mal. Der hat jetzt hier eine Trompete und das Banner sieht man ja auch ganz schön. Die Schilde sind auch ganz toll und insgesamt hat es Spaß gemacht, die auch anzumalen. Davon habe ich 10 Stück von Wittenheim und ganz weiter hinten, da sind nochmal 10 Ritter, die zeige ich gleich nochmal. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zu denen. Das sind sozusagen die Helden des Imperiums. Ja, ganz links, das ist ein generischer Held, Anführer des Imperiums auf Streitross. Das könnte jetzt ein ganz normaler Hauptmann sein, auf Pferd. Dann würde er 60 Punkte kosten, plus halt noch das Pferd und so weiter. Dann würde man bestimmt auf, ich glaube 80, 90 Punkte kommen, plus noch ein paar magische Waffen. Ist eine Verstärkung für jede Rittereinheit. Man könnte ihn natürlich aber auch als General des Imperiums einsetzen, da würde er nackt 95 Punkte kosten, plus noch Aufrüstung, Pferd und so weiter. So, daneben hat natürlich dann auch Hold the Line und sowas, also halt die Stellung als Sonderregeln. Das ist natürlich für eine Rittereinheit richtig gut. So, daneben haben wir eigentlich ein richtiges Charaktermodell. Das ist ein altes. Das gibt es in dem aktuellen Codex oder Armeebuch nicht mehr. Das ist Aldebrand Ludenhof, Kurfürst des Hochlands. Natürlich jetzt hier mit Mittenheim nicht so unbedingt super passend. Ich finde das Modell aber cool mit dem Falken, der da so drauf ist. Und den würde ich jetzt auch als Held oder als General des Imperiums einsetzen auf Streitross. Daneben haben wir einen Armeestandartenträger des Imperiums auf Pferd. Das heißt also, es wäre ein Hauptmann plus nochmal die Aufrüstung als Armeestandartenträger. Das heißt, der würde 60 Punkte kosten und nochmal 25 Punkte für die Armeestandarte extra. So, ganz rechts haben wir noch einen richtig guten. Und zwar, das ist Kurt Hellborg, Reichsmarschall des Imperiums. So wie er da steht mit seinem Kriegspferd, das heißt Kriegslust, kostet er 320 Punkte. Er hat eine volle Plattenarmor, wie alle anderen. Dann hat er eine magische Klinge, eine Runenklinge des Fürstentums Sollands. Die Runenklinge ist eine magische Waffe und alle Treffer verwunden automatisch von dieser Waffe. Und es sind keine Rüstungswürfe erlaubt. Und die Laurels of Victory, das ist ein magischer Gegenstand und jede nicht verhinderte Wunde, die von Kurt Hellborg verursacht wird, gelten als 2 Wunden, wenn man das Kampfergebnis
berechnet. Ja, ansonsten ist er noch immun gegen Psychologie und zusätzlich noch unnachgiebig. Und das macht ihn natürlich ziemlich mächtig in der Rittereinheit zum Beispiel. Und er ist The Emperor's Chosen. Wenn er sich einer Einheit Reichsgard-Ritter anschließt, dann sind die alle immun gegen Psychologie. So. Dann gehen wir hier mal weiter. Und zwar, das ist jetzt eine Freischärler-Einheit. Das sind jetzt keine richtigen Staatstruppen, sondern die Jungs, die können zum Beispiel eine Abteilung bilden von einer anderen Staatstruppeneinheit, zählen zum Kern und kosten 6 Punkte pro Modell, haben keine Rüstung, sieht man auch, das sind so abgefragte Kämpfer, aber mir gefallen die richtig gut, weil jeder anders aussieht. Der Bausatz von denen ist richtig gut, da sind Musketen dabei, Speere, Äxte, alles mögliche kleine Pistolen, die kann man richtig schön ausrüsten und macht richtig Spaß, die zu bemalen. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit als so Speerträger. Die haben aber dadurch, dass sie 2 Handwaffen haben, haben sie natürlich eine Attacke mehr. Und jo, als Abteilung können sie den Moralwert von dem Staatstruppenregiment verwenden, dem sie angeschlossen sind. Man kann sie natürlich auch so einfach einsetzen. Da muss man mindestens 10 Stück von kaufen. Jo. Hier ist jetzt keine Kommandocrew dabei. Die habe ich einfach mal so aufgestellt, weil ich es so schön finde. So, dann hier an der Mauer vorbei. Da haben wir nochmal das gleiche, was wir am Anfang hatten. Auch nochmal 20 Musketenschützen. Die haben jetzt keine Abteilung dabei, weil muss man nicht unbedingt mit einsetzen. Und ja. Die sind immer gut, die Musketenjungs, habe ich ja schon mal gesagt. So, dann haben wir hier was ganz Cooles. Und zwar, das ist ein richtiger Feuermagier auf Kriegspferd. Den kann man, das ist natürlich dann auch Charaktermodell, den kann man entweder als Held einsetzen. Und zwar ist es dann ein Kriegszauberer, der 65 Punkte kostet. Den kann man aufrüsten. Für 35 Punkte auf Level 2, was immer sinnvoll ist, weil dann kann er 2 Zaubersprüche sprechen. Und kriegt natürlich plus 2 auf sein, wenn er einen Zauber spricht. Und auch beim Bannen kriegt er auch plus 2 auf den Wurf, wenn er den gegnerischen Zauberspruch bannt. Mit dem Pferd kostet er, also das Pferd kostet 12 Punkte und das Pferd kann selbst noch Rüstung bekommen, dann hat er 16 Punkte. Er selbst hat eine leichte Rüstung, das heißt, er hat 6 plus Rüstungswurf, mit dem Pferd 5 plus und mit dem gerüsteten Pferd hat er dann 4 plus. Was für ein Magier richtig gut ist, weil normalerweise sind die eigentlich ziemlich schwach, was Rüstungswürfe und sowas angeht. Dem kann man natürlich noch magische Waffen geben. Immer gut ist ein Talisman des Schutzes. Für 15 Punkte kriegt er nochmal 6 plus Rüstungswurf und er kann schöne Zauber machen. Natürlich könnten wir den jetzt auch als jeden anderen Zauber einsetzen, zum Beispiel als Licht oder Nebel oder was weiß ich. Ich habe so viel Zauber, dass ich sagen kann, okay, das ist ein Feuerzauberer. Und Feuerzauberer sind natürlich aggressive Sprüche, es sind sehr viele Geschosszauber mit dabei. Und natürlich immer gut gegen Trolle, die brennen und dann nicht regenerieren dürfen. Also wenn man gegen Goblins oder sowas spielt, die wahrscheinlich Trolle dabei haben. Oder auch gegen Chaos-Trolle oder sowas, könnte man immer einen Feuermagier mit einsetzen. Man kann ihn natürlich auch noch als Kriegszauberer Lord einsetzen. Dann kostet er richtig viel, 165 Punkte plus 35 Punkte für Level 4. Da sind wir ja schon bei 200 Punkte und dann kann man ihn noch auf einen Pegasus draufsetzen oder auf ein normales Pferd und ansonsten ist er dann wie ein normaler Zauberer. Gehen wir mal weiter hier an denen vorbei und da im Hintergrund, wen sehen wir denn da? Das sind die bekannten Pistoliere, die wir ja schon mal gesehen haben. Also das ist die zweite Einheit davon, das heißt, da habe ich auch nochmal 5 Stück. Die setze ich hier auch als Pistoliere ein. So, dann gehen wir hier noch vorbei. Ganz im Hintergrund haben wir nochmal 10 Ritter. Die könnten wir zum Beispiel als Reichsgarde einsetzen, die sind nämlich ein bisschen anders.
Da habe ich alte Klemor-Saga-Ritter, zumindest die Pferde verwendet und die Körper und habe denen aber Helme von Bretonen und auch vom Imperium aufgesetzt. Auch eine sehr schöne Einheit. Und da habe ich ja eigentlich schon alles dazu gesagt. So, jetzt gehen wir mal hier den Turm. Ja, was sehen wir denn da? Da haben wir 10 Bogenschützen des Imperiums. Die sind noch ein paar Jungs, die verstecken sich noch hinten dran. Da sieht man ganz links unten, die gehen da gerade eine Treppe hoch. Die zählen auch als Kerneinheit. Man muss mindestens 10 Stück nehmen, kosten 7 Punkte pro Modell. Früher hatten sie mal 8 gekostet, sind ein bisschen günstiger geworden, während die meisten anderen Sachen vom Imperium teurer geworden sind. Ich habe mal komplett durchgerechnet, sind glaube ich 16% teurer geworden. Ja, das sind auf jeden Fall auch Staatstruppen. Man kann sie auch als Abteilung einsetzen von größeren anderen Einheiten. Und das Wichtige daran ist, die haben eine Handwaffe und einen Bogen, der 24 Zoll weit schießt und Stärke 3 hat. Allerdings keine Rüstung und die sind Skirmisher. Das heißt, das sind Plänkler und die laufen nicht im Regiment rum, sondern die können frei rumlaufen. Also mindestens, ich glaube, maximal einen Zoll Abstand. Und sind natürlich dadurch auch schwerer zu treffen. Nämlich, wenn ein Gegner drauf schießt, kriegt er minus 1 auf den Beschuss. Macht es eigentlich ziemlich gut. Die können eine komplette Kommandoeinheit bekommen. Ich habe jetzt nur hier einen, Marksman heißt der hier, also einen kleinen Champion. Der Champion ist auch nicht besser bei den Attacken und auch nicht beim Kampfgeschick, sondern hat einfach nur ballistische Fähigkeit 4. Ballistische Fähigkeit haben die anderen 3. Also treffen genauso wie die Musketenschützen. Können aber bewegen und schießen. Ah, das habe ich beim Musketenschützen vergessen. Die können entweder bewegen und, oder schießen. Das heißt, wenn sie sich bewegt haben, können sie die Runde nicht schießen. Und die Bogenschützen haben natürlich den Vorteil, dass sie bewegen können und schießen. Ja, Nachteil ist eigentlich nur, die Stärke von dem Bogen ist halt 3. Das heißt, ja. Achso, und dann haben die natürlich noch die Bögen. Haben eine Sonderregel, dass die aus... Die erste und zweite Reihe können schießen, voll, und danach kann jede weitere Reihe kann die Hälfte Modelle der Reihe schießen. Das heißt Salvenfeuer. Ist auch ziemlich gut. Jo, die setze ich auch gerne als Plänkler auf den Flanken ein. Da können sie den Gegner ganz schön nerven. So, jetzt gehen wir hier mal Turmschädelhöhe hoch. Da haben sich nämlich 2 Magier versteckt. Da gibt es das gleiche eigentlich zu sagen wie bei dem Feuermagier. Und das da ist jetzt einfach ein Himmelsmagier, der eine. Und der andere, das ist ein Nebelmagier. Das sind schöne Modelle. Das war so ein Pack, so ein Plastikpack. Magier des Imperiums, da waren, glaube ich, alle Plastikmagier drin von allen Lehren, die es gibt. Gehen wir den Turm wieder runter. Und gucken mal, was wir hier noch haben. Genau. Da sieht man ganz viele Speere. Hinter dem Haus verstecken sich auch noch ein paar Speere. Ich sage aber schon mal was dazu. Und zwar sind das Speerträger. Von denen habe ich ganz viele, weil die in irgendeiner Grundbox mit drin waren. Und die kosten 5 Punkte pro Modell. Also mit die günstigste Einheit vom Imperium. Können natürlich noch ein Schild mitnehmen. Da haben sie 6 Punkte. Man kann eine komplette Kommandocrew mitnehmen. Und sind Staatstruppen, das heißt, die können auch Abteilungen nehmen. Die haben Speer und leichte Rüstung. Leichte Rüstung ist also 6 plus Rüstungswurf. Wenn sie einen Speer dabei haben, 5 plus insgesamt. Das ist schon ganz gut. Haben aber keine Handwaffe, sondern einen Speer. Das heißt, sie können im Nahkampf nicht parieren. Aber der Speer gibt denen den Bonus, dass sie nicht aus der ersten und zweiten Reihe zuschlagen können, sondern auch noch aus der dritten Reihe. Das ist eigentlich ziemlich mächtig, wenn man dann also viele Speerträger hat und sogar eine Horde mit 10 Modellen nebeneinander in einer Reihe und die ist dann 4-5 Reihen lang oder tief, dann können die erste, die zweite, die dritte für die Speere und die vierte für Horde zuschlagen. Das heißt 40 Attacken. Bei Elfen ist es natürlich noch krasser, aber
Wir haben jetzt hier keine Elfen, sondern wir haben hier Imperium. Okay, davon habe ich jetzt 1, 2, 3, 3 20er Trupps jetzt hier für Mittenheim. Und klar, die könnte ich auch zusammenstellen. Die Kommando, jeweils habe ich eine Kommando-Crew dabei. Die könnte ich natürlich dann rauslassen und könnte dann einen riesigen 60er-Trupp aufstellen oder sowas. Oder zwei 30er-Trupps. Die setze ich auf jeden Fall ziemlich gern ein. Was ich nicht habe, sage ich hier schon mal vorab, sind eigentlich eine ziemlich gute Einheit von Kerneinheiten. Und zwar sind das die Schwertkrieger oder Schwertkämpfer. Da muss ich mir noch mal ein paar Bausätze besorgen. Ich hatte halt zu viele Speerträger. Naja. So. Gehen wir am Turm vorbei. Und ganz da hinten, dieser Magier ist ein, ja, Todesmagier. Ist schon fast ein bisschen chaoslastig. Das Modell sieht auch so ein bisschen chaosmäßig aus. Früher war es, glaube ich, Amnetyst-Magier oder so. Aber ich glaube, jetzt ist es leeres Todes. Jo, ist halt auch Magier. Kann man als Held einsetzen oder als General. Ich würde ihn jetzt nur als Held einsetzen. Ich setze auch nie alle Magier auf einmal ein, sondern natürlich dann den jeweiligen Magier zur jeweiligen Lehre. Ich muss sagen, den habe ich glaube ich noch nie eingesetzt. Ist ein bisschen schade, aber werde ich vielleicht mal machen. Okay, wenn man von dem jetzt ein bisschen hochgeht, an dem wunderschönen Turm vorbei, den ich übrigens auch angemalt habe, kommen wir hier oben, sehen wir noch ein paar Bögen herausgucken. Das sind einfach nochmal 10 von den Bogenschützen. Genau, das sind eigentlich keine richtigen imperialen Bogenschützen, wenn man es vom Modell sieht, auch bei den anderen, die 10 Stück, die ich vorhin gezeigt habe, sondern das sind bretonische Bogenschützen. Die habe ich halt irgendwann mal mit dazu gekriegt. Und habe ich jetzt als Imperiums-Bogenschützen umfunktioniert. Jo, die besetzen halt den Turm. Jetzt sieht man die nochmal ein bisschen besser. Auch den Champion von denen. Das ist auch ein schönes Modell. Fällt mir sehr gut. So, von hier können wir nämlich weitergehen. Hier schwenken wir mal ganz kurz zu den anderen Bogenschützen. Auch sehr schön. Vor allem hier dieses Charaktermodell. Gefällt mir sehr gut. Sieht aus wie ein alter Pirat. So, und jetzt gehen wir nämlich hier nochmal zu den anderen Speerträgern. Das ist die andere 20er Einheit. Ist auch sehr schön. Und dahinter nochmal 20 Stück. Die sehen so ein bisschen, ja, nicht ganz so schön aus von der Bemalung her. Da ist mir halt ein Problem, hatte ich mit dem Mattlack, dem Purity Seal. Da war es wahrscheinlich zu kalt. Da sieht man, die sind so ein bisschen, haben so ein bisschen weißen Schnee auf sich. Das ist schade. Darum sitzt der gerade beim Banner, sieht man es hier sehr schön. Also da müsst ihr am besten mein Tutorial von Mattlacken beherzigen. Und zwar, dass er nie bei unter 10 Grad am besten, also sollte immer über 10 Grad haben, nicht regnen, dann könnt ihr mattlacken. Vorher nicht. So, und dahinter haben wir nochmal, da ist zwar ein Speerträger mit dabei, aber der Rest sind Hellebardenträger, und zwar sind das alte Claymore-Saga Hellebardenträger. Die setze ich eigentlich, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Setze ich jetzt auch nicht so oft ein. Da muss ich mir vielleicht auch nochmal Originalmodelle holen als Hellebardenträger. Die sind halt relativ einfach bemalt auch. Da ist ein Champion mit dabei, es ist ein Standartenträger dabei. Und auch Musiker. Ja. Aber zur Einheit selbst. Hellebardenträger sind natürlich auch super gut. Also ich setze manchmal auch Speerträger als Hellebardenträger ein. Das muss man natürlich vorher mit seinem Gegner abstimmen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Und die Hellebardenträger kosten 6 Punkte. Sind natürlich auch Staatstruppen. Das heißt, können auch eine Abteilung haben. Haben eine Hellebarde und eine leichte Rüstung. Und können für einen Punkt noch extra ein Schild nehmen. Die Hellebarde ist cool, weil die nämlich Stärke plus 1 gibt. Das heißt, die normalen Kerntruppen, die haben eine Stärke von 4 dann. Und das lohnt sich natürlich gerade gegen Chaoskriege oder sowas, die einen Widerstand von 4 haben. Also, kann man auch immer mal mitnehmen. Jetzt sind wir fast fertig. Da habe ich noch ein paar Modelle gesehen, die ich vergessen hatte oder die ich mir bis jetzt noch nicht gesehen hatte.
Wir haben nämlich hier noch einen Armeestandartenträger, der steht da mitten auf der Brücke zwischen den anderen. Den muss man natürlich in eine Einheit reinstellen. Ich habe extra jetzt mal halt, dass man ihn besser sieht, dahingestellt. Und das ist eigentlich ein Held, wie ich schon gesagt hatte. Der eine war ja auf Pferd Held, also Hauptmann des Imperiums auf Pferd. Den kann man mit Armeestandarte ausrüsten und den natürlich auch hier zu Fuß. Den finde ich sehr schön, vor allem gefällt mir hier der Bart, der Orangene, und das Banner ist eigentlich auch ziemlich cool. Okay, und dann haben wir noch mehr. Und zwar haben wir hier zwei Ulrich-Priester, eigentlich vom Modell her. Die setzen wir hier als Kriegspriester ein. Und zwar sind das eigentlich haargenau, ja, oder fast die gleichen Modelle. Der eine ist zu Fuß und der andere ist Briten. Und die kosten 65 Punkte, haben eine Handwaffe normalerweise und eine leichte Rüstung. Können noch ein bisschen aufgerüstet werden. Und zwar könnte man denen jetzt eine Zweihandwaffe geben. Das kostet 5 Punkte extra. Oder eine zweite Handwaffe. Man kann sie mit einem Schild ausstatten. Man kann die leichte gegen eine schwere Rüstung ausrüsten oder austauschen. Und können natürlich auf ein Pferd gesetzt werden. Können magische Gegenstände nehmen. Maximal 50 Punkte dann insgesamt. Und haben halt diese coolen Gebete, die sie sprechen können. Kriegspriester können auch wie normale Zauberer kanalisieren. Das heißt, mit der 6 plus kriegt man noch einen zusätzlichen Energiewürfel für den Vorrat dazu. Und die können Unterstützungszauber, oder die Gebete sind Unterstützungszauber mit Power Level 3. Das heißt, man muss schon mit den Energiewürfeln, die man im Vorrat hat, würfeln. Aber da kann zum Beispiel passiert nicht so viel, wenn es einen Kontrollverlust oder sowas gibt. Jo, und die haben 3 Stück. Das einmal ist Hammer des Sigma. Da kann man Verwundungswürfe wiederholen im Nahkampf in der nächsten Runde. Und dann gibt es noch das Schild des Schicksals. Da kriegt die komplette Einheit, der angeschlossen ist, einen 5 plus Rettungswurf. Und dann gibt es noch Soulfire. Das ist, dann kriegt die ganze Einheit Flammenattacken. Das ist gegen Untote, Mumien, wenn es überhaupt noch Mumien gibt, weiß ich gar nicht genau. Und gegen Trolle halt sehr interessant. Wenn ihr den zaubert, kriegen alle Modelle in Base-Kontakt mit dem Stärke 4 Hit. Und alle Untoten und Chaos, Dämonen, was weiß ich, die kriegen sogar einen Stärke 5 Hit noch extra. Also, die können gut unterstützen, diese X-Priester. Und ja. Die letzte Einheit von Mittenheim habe ich fast vergessen, weil die sich hinter dem Kornfeld hier versteckt haben. Finde ich auch sehr schön. Das sind Armbrustschützen. Zählen auch zur Kernauswahl. Und haben auch die Sonderregel bewegen oder schießen, wie die Musketenschützen. Haben auch Stärke 4, allerdings nicht rüstungsbrechend. Sind also irgendwie so eine, ja, ein Zwischending zwischen Bogenschützen und den Musketenschützen. Allerdings haben die weiteste Reichweite, ich glaube 30 Zoll. Kosten 7 Punkte pro Modell und ja, können auch als Detachment, also als Abteilung eingesetzt werden, oder können auch eine Abteilung bekommen. Das war's eigentlich.
Armee von Mittenheim haben wir jetzt abgeschlossen. Gehen wir jetzt ganz kurz nochmal auf die Armee von Talabheim ein. Und da sehen wir ganz hinten eine Einheit von Armbrustschützen. Da habe ich ja schon was dazu gesagt. Das sind ganz alte Modelle. Die sind ein bisschen gemixt. Jetzt hat er schon umgeblendet. Naja, das sind auf jeden Fall 13 Stück insgesamt. Und es sind auch noch ein paar Klimasager Armbrustschützen dabei. Okay, dann direkt zur nächsten Einheit. Das sind jetzt die Original Schützenreiter. Das ist ein Plastikbausatz. Da sieht man, die haben Mäntel an. Die haben alle diese Bündel Muskete. Ist leichte Kavallerie, Stärke 4, Dreifachschuss und 24 Zoll. Bewegen oder schießen. Auch sehr schön, die Einheit. Und wenn wir dann weiter gucken, ganz hinten, das sind jetzt auch Pistoliere. Ist auch der Plastikbausatz, den sehen wir jetzt nicht ganz, weil der nämlich ein bisschen verdeckt wird von hier diesen Helden von Talabheim. Ja, dazu gibt es eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Kann man als berittenen Hauptmann einsetzen oder als General des Imperiums. Ganz rechts das Modell ist der berittene Walten, das Champion von Sigmar. Den gibt es jetzt hier in dem, zumindest im normalen Armeebuch, gar nicht als Modell. Aber finde ich eigentlich ein ganz cooles Modell, wobei da gibt es glaube ich auch schon ein neueres. Okay, jetzt kommt mein absoluter Liebling. Und zwar hier ein Dampfpanzer des Imperiums. Ich glaube, da gibt es ja nur 7 Stück oder sowas. Die werden streng behütet und nur in Notfällen eingesetzt. Ich finde es ein ganz super klasse, cooles Modell. Ein Freund von mir, der hat noch den uralten Dampfpanzer, der ist noch um einiges kleiner. Das hier ist der Plastikbausatz und der sieht richtig cool aus. Also das ist auf jeden Fall eine seltene Einheit und die kostet 250 Punkte. Früher hat er, glaube ich, im letzten Armeebuch 300 gekostet, ist also günstiger geworden. Dafür hat er aber auch nur noch Widerstand 6 statt Widerstand 10, hat 10 Lebenspunkte und zählt sozusagen als Streitwagen, allerdings mit einem Rüstungswurf von 1+. Da kann man schon ein bisschen was anfangen. Der ist, hat keinen Moralwert, beziehungsweise der Ingenieur, der da drin sitzt, der ist unbreakable, das heißt, er ist unerschütterlich. Das heißt, der wird niemals im Nahkampf fliehen oder auch sonst irgendwie, der ist immun gegen Psychologie. Verursacht Entsetzen bei seinen Feinden, ist ein großes Ziel. Und ja, den oben den Typ, den Commander vom Steam Tank, den kann man auch mit einer Hochlandreifel ausrüsten. Das heißt, das ist noch ein kleiner Sniper. Ja, und das eigentliche Witzige an dem Modell ist eigentlich, wie man den einsetzt. Und zwar werde ich jetzt nicht die kompletten Regeln von dem Steam Tank hier euch vorbeten. Da guckt ihr lieber einfach mal im letzten Triumph- und Treuebuch. Da habe ich den eingesetzt und da habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Auf jeden Fall, man kann es nicht einfach so bewegen, sondern man muss Dampfpunkte einsetzen. Also er muss am Anfang der Runde, muss man sagen, wie viele Dampfpunkte man einsetzt. Da muss man einen Artilleriewürfel würfeln. Wenn der gleich oder niedriger als die aktuelle Anzahl der Wunden ist, dann passiert nichts. Wenn er höher ist, dann passiert irgendwas. Und das, je nachdem, wie viele Dampfpunkte man eingesetzt hat, wird dementsprechend schlimmer. Ja, und für die Dampfpunkte kann man sich dann entweder bewegen, oder wenn man genug Dampfpunkte angesagt hat, kann man bewegen und schießen. Und im Nahkampf kann man die Dampfpunkte auch einsetzen, um sozusagen den Gegner niederzuwalzen. Ich finde es richtig geil. Das ist eine Hammer-Einheit, werde ich demnächst einmal wieder einsetzen. Okay, schauen wir mal, was da noch alles dabei steht. Jo, da sehen wir Bierhänder. Und zwar, also genauso wie die anderen Bierhänder von Mittenheim. Allerdings ist hier die Kommando-Crew ein bisschen alternativ, sage ich mal. Das ist, glaube ich, irgendein altes Söldnermodell von irgendeiner Legion, die, ich glaube, in Südlanden rumgemacht hat. Weiß nicht ganz genau. Das sind 15 Bierhänder auf jeden Fall. Und daneben ist noch ein Champion.
kann man als Champion einsetzen oder als Held mit so einem dreischwänzigen Morgenstern. Und was sehr interessant ist, ist hier diese Technikus auf mechanischem Pferd. Da gehen wir doch mal ein bisschen näher ran. Ja, das ist komplett aus Zinn, das Modell. Ist ein bisschen schwierig zusammenzubauen und sieht aber echt cool aus. Ein bisschen übertrieben. Also, so ein Roboterteil hat ein bisschen irgendwas von Steampunk. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Oft habe ich es noch nicht eingesetzt. Das ist eigentlich ein ganz normaler Technikus. Der kostet 65 Punkte. Und kann halt mit verschiedenen Sachen ausgerüstet werden. Unter anderem diesen mechanischen Pferd, was nochmal eigentlich 25 Punkte dazu kostet. Jo. Und der kann auch so lustige Sachen wie Granatenwerfer ausgerüstet werden mit einer Hochland-Sniper, mit Taubenbomben und so weiter. Die ganzen Truppen im Hintergrund, die jetzt unscharf sind, die gucken wir uns nachher nochmal an. Die sind auf der Brücke. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Genau hier. Da hinten sehen wir einen Mörser. Da haben wir auch schon was dazu gesagt. Dann haben wir hier eine Großkanone. Da ein Technikus, der jetzt nicht beritten ist. Und hier nochmal eine Großkanone. Die Einheiten hatten wir schon komplett gehabt. Dann gehen wir hier weiter. Ui, da ist eine Magierschule. Also gibt es nicht als Einheit. Das sind einfach mehrere Magier, die sich jetzt hier eingefunden haben. Die habe ich einfach mal jetzt auf. Die kann man natürlich auch bei Mittenheim einsetzen. Das eine ganz links ist ein Bernsteinmagier oder halt jetzt glaube ich neu Lehre der Bestien. Dann in der Mitte ist ein Goldmagier und ganz rechts ist das Modell zu Fuß, ein Feuermagier. Das ist eigentlich das gleiche Modell, was ich auch als Pferd habe. So, jetzt kommt aber noch eine Einheit, die hatten wir noch nicht gehabt. Und zwar sind das die Halblinge. Das sind jetzt hier eigentlich, die stellen jetzt keine Halblinge dar. Halblinge sind jetzt in dem Armeebuch eigentlich gar nicht vertreten. Aber ich nehme die als Elite-Auswahl und zwar als Jäger. Und zwar kosten die 8 Punkte. Früher hatten die mal 10 Punkte gekostet, also 2 Punkte weniger, ist besser geworden. Sind ähnlich wie ganz normale Bogenschützen. Das heißt, sie sind auch Skirmisher, haben lockere Formation, haben auch einen Bogen, gleiche ballistische Fähigkeit. Einzige ist hier, die haben noch die Sonderregel Kundschafter. Die können irgendwo auf dem Spielfeld platziert werden, müssen aber außerhalb der Sicht des Gegners platziert werden. Und ja, die können halt zum Beispiel hinter die feindlichen Linien platziert werden, zum Beispiel zum Ausschalten von irgendwelchen Kriegsgeräten oder so. Sind allerdings aber auch nicht so stark, also muss man ein bisschen aufpassen. Ja, von denen habe ich 2 Einheiten übrigens, also das sind die Modelle. Finde ich eigentlich ganz witzig, weil zum Beispiel der eine genau in der Mitte, der trinkt gerade aus einem Bierkrug. Und ja, die sehen eher so aus, als ob sie viel essen, als dass sie irgendwas groß schießen. Und da habe ich 10 Stück davon in dem Wald platziert. So, in dem anderen Wald, hinter den Schützenreitern, sind nochmal 10 von den Jungs. Die könnte man natürlich auch für Mittenheim einsetzen. Das sind auf jeden Fall coole Modelle. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wir aus dem anderen Blickwinkel nicht anschauen konnten. Gehen wir hier oben erstmal zu den anderen Magiern. Das ist ein Lichtmagier und das da ist eine Magier des Lebens. Kann man auch immer gut einsetzen. Gerade wenn es der Lichtmagier, wenn es gegen Dämonen oder Untote geht. So, und hier in dem Turm sind nochmal Musketenschützen drin. Das sind glaube ich ganz alte, die haben das sind Plastikkörper. Und die Musketen und die Arme sind aus Metall. Und da hat sich auch noch ein Feuermagier versteckt. Der gehört zu dem Plastikbausatz dazu, wo auch die anderen Magier drin waren. So, dann, wo wir gerade bei Elite sind, bei Charakteren,
haben wir hier noch einmal einen Kriegspriester, hatten wir auch schon. Und der andere ist ein spezielles Charaktermodell, das ist Luthor Hass Huss Propheta Sigma. Der kostet 155 Punkte, hat einen massiven Kriegshammer, wobei den hatte ich, also ich hatte das Modell ein paar Bits gekauft und da hat das gefehlt. Da habe ich den riesigen Morgenstern gegeben. Finde, das passt eigentlich auch ziemlich gut dazu. Ja, hat schwere Rüstung, hat das Kriegspferd mit Rüstung auch und kann halt auch Gebete sprechen, kanalisieren und ist der Erwählte von Sigma. Das bringt ihm einen 4+ Rettungswurf ein. Das ist eigentlich immer ganz gut. Außerdem kann er noch zusätzlich zu den normalen Gebeten auch noch Rechtschaffenheit beten und dann kriegt seine Einheit und er die Sonderregel wie die Bierhände. Das heißt, dann sind sie unnachgiebig und sind immer standhaft. Also auch nicht verkehrt. Okay, schauen wir mal, was es dann noch sonst gibt. Genau, da haben wir noch eine Einheit Musketenschützen. Kennen wir ja schon vor den Mittenheimern. Okay, und jetzt kommt hier noch eine neue Einheit. Ja, von denen habe ich 37 Stück. Da sind ganz vorne die ganz neuen Plastikmodelle und hinten dran sind ganz viele verschiedene Zinnmodelle. Da habe ich mal ganz viele Zinnmodelle auf einmal gekauft. Es sind ganz viele gleiche auch. Von daher die Zinnfigur, also die Zinnmodelle gefallen mir nicht so gut. Ich finde den Plastikbausatz hier viel cooler. Da hat man auch ganz viele Bits dabei. Da kann man auch ganz viele tolle Sachen bauen. Hier zum Beispiel der eine, der da noch in diesem Gestell für Sünde oder sowas eingesperrt ist. Der andere hat noch so Feuer auf dem Kopf. Ist ein bisschen unrealistisch. Gut, tut ihm bestimmt ein bisschen weh. Der andere hat so ein Buch und ja, ganz viel Flegel. Genau, und die Einheit war früher mal selten, eine seltene Auswahl. Jetzt ist es Elite, ist also besser, weil man mehr davon mitnehmen kann. Und ein Modell kostet 12 Punkte. Früher haben sie nur 10 Punkte gekostet, das heißt also 2 Punkte teurer geworden. Und das Gute an der Einheit ist, dass die zum einen unerschütterlich sind, das heißt im Nahkampf gehen die nie kaputt, also werden nie gebrochen. Dafür haben sie überhaupt keinen Rüstungswurf. Das heißt, durch Beschuss ist die extrem anfällig, diese Einheit. Also sollte man mal gucken, dass man hier irgendwo im Zentrum aufstellt und schnell nach vorne einen Nahkampf kriegt. Die haben nur Stärke 3, allerdings haben die einen Pflegel. Das heißt, in der ersten Nahkampfphase, also die müssen noch nicht mal selbst angreifen, sondern wenn sie angegriffen werden oder selbst angreifen, haben die plus 2 Stärke. Das ist ziemlich gut. Danach haben sie nur noch Stärke 3 und Widerstand 3. Und die haben aber Raserei, das heißt, gegen eine Attacke mehr. Da haben sie 2 Attacken. Außerdem haben sie noch die Special Rule, das Ende ist nah. Die Regel, die ist eigentlich ganz krass. Und zwar am Anfang eines Kampfes mit einer neuen Einheit sozusagen, erleidet die komplette Einheit von Flagellanten W6 Stärke 3 Hits, also Treffer. Und wenn da welche sterben, je nachdem wie viele sterben, wird die Einheit besser. Und zwar zählen die auch nicht zum Kampfergebnis für den Gegner dazu, sondern das sind Märtyrer. Also die hauen sich selbst mit den Pflegeln sozusagen in die Köpfe ein. Und wenn einer mindestens sozusagen als Märtyrer stirbt, dann dürft die komplette Einheit dann Nahkampftreffer, also wenn sie nicht treffen, wiederholen. Also Reroll. Wenn 2 bis 3 sterben, dann kriegt sie Reroll Treffer und auch Verwundungswürfe. Und wenn sie über 4 verlieren, kriegt sie das alles und die Einheit kriegt plus 1 Widerstand dazu. Also es ist sozusagen kumulativ. Das macht die Einheit eigentlich ziemlich unberechenbar und das kann den Gegner schon ganz Tag versauen. Aber ziemlich oft werden die auch einfach nur abgeschossen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Okay, gucken wir mal weiter. Was wir da noch sehen. Ganz hinten, das sind 2 Zähne-Einheiten Freischärler. Die hatten wir ja schon mal gehabt.
Das sind einfach auch schöne Modelle. Da sind auch ein paar Flagellanten noch mit dabei, die ich da reingepackt habe. Piraten und sonstiges Pack. So, hier haben wir noch 10 Bogenschützen. Das sind, glaube ich, alte Klemmersager Bogenschützen und kann man da eigentlich auch ganz gut einfach mal einsetzen. Und das war's gewesen. Ja, ich habe euch jetzt meine komplette Armee vorgestellt und was mir jetzt persönlich noch fehlt bei der Armee sind noch ein paar Charaktermodelle, zum Beispiel der Karl Franz, der Imperator, Balthasar Geld, den Oberzauberer der ganzen Magierakademie, den habe ich zumindest als Bit. Mal gucken, ob ich den irgendwie bauen kann. Dann Volkmar auf Kriegsaltar, den müsste ich mir eigentlich noch holen. Imperialer Greif, dann bräuchte ich noch einen imperialen Pegasus, einen imperialen Drachen habe ich auch nicht. Ich habe noch einen Hexenjäger, den habe ich als Modell, als Originalmodell, den muss ich noch anmalen, der kommt also irgendwann auch mal als Let's Paint raus. Hellebartenträger brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Ich brauche Schwertkämpfer, davon brauche ich noch mindestens eine riesige Einheit von 30 Stück oder noch größer. Demigreifen-Ritter brauche ich. Das ist monströse Kavallerie. Das kann man auch gut gebrauchen. Sieht auch ganz cool aus, die Modelle. Ich habe die Höllenfeuer-Salvenkanone. Aber es gibt ja noch diese Höllenplaster-Raketenkanone. Finde ich im Modell nicht so toll. Mal gucken, ob ich die mir vielleicht noch hole. Vielleicht noch einen zweiten Dampfpanzer, wäre nicht schlecht. So, und dann gibt es noch das Luminark auf Fisch. Und das Celestial Hurricanum. Das sind zwei Streitwagen, die sind relativ neu. Und ich habe den Bausatz, den werde ich auf jeden Fall in der einen oder anderen Form zusammenbauen und dann auch bemalen. Gucken, ob ich da noch irgendwas kommentieren kann. Vielleicht kann ich beides irgendwie bauen. Ansonsten habe ich alle Modelle aus dem Armeebuch. Und ja, das war's dann. Also ihr seht, es wird noch einiges auf euch zukommen. Jo, ich hoffe, euch hat meine kleine Armeevorstellung von meiner Imperiumsarmee Spaß gemacht. Und wenn ihr Kommentare habt, einfach hier in die Kommentare posten. Und wenn ihr Lust habt, werde ich demnächst mal meine Orks und Goblins einfach mal vorstellen. Und zwar in der gleichen Art. Ich denke, das ist ganz spannend so. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder hier meinen Kanal ein und ich freue mich über jedes Daumen hoch, jedes Kommentar. Und bis zum nächsten Mal, euer Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss. Sigmar sei mit euch.